Servus bei Let's Play Sons of the Forest im Samurai-Style mit den Katana. Ich freue mich schon auf die ersten Gegner, die anscheinend nicht so lange auf sich warten lassen werden, wie ich gern hätte. Aber schauen wir mal. Hier schaut sehr ekelig aus. Boah. Kommt das von diesen Schleimbolzen, die man da am Anfang? Der war aber nicht schleimig. Jedenfalls ist mir nicht vorgekommen, woher kommt dieser Schleim? Ich kann nicht mehr tragen, Leiterplatinen. Das lasse ich nicht gelten. Münzen. 3, 4, 5. Wer weiß, wie viel das wir von denen noch brauchen? Jut. Hier ist auf jeden Fall was durchgekrochen und ich kraxel natürlich gleich einmal durch den Schleim durch. Was ist denn das? Raumanzug. Ja, genau. Jetzt haben wir wirklich Regenfest. Ja. Den muss ich mal anziehen. Wer was? Für was wir brauchen? Luxusbunker. Keine Ahnung, was mit diesen passiert ist. Wir haben 8 von ihnen in der Cave D7 gefunden, in der Höhle D7. Das war, glaube ich, dort. Oho. Wo die goldene Rüstung war. So. Ich will spielen. Ja, klar, an dem Ball können wir natürlich, einen Luftball können wir nicht durchschlagen mit dem Katana. Es sind jetzt dann noch mehr Fragen. Wer war der erste Schütze? Wer ist der Alte, der dahinter mit dem Schrotti war? Und was ist es dann mit dem Typen, der uns eigentlich immer wieder, naja, bewusstlos? Oh. Einen Moment mal. Aha, Ebene 3 gibt es also nicht. Wir sind am Ende dieses Bunkers anscheinend angelangt. Upp, warte mal. Es gibt noch weitere Ebenen. Hier. Ja, die haben ein paar Leichen im Keller. Alter. Was? Bin okay, ich sollte mal da oben rauf gehen. Keine Ahnung warum. Ich fühle mich da oben einfach. Boah. Ah, das ist nur eine Videoübertragung. Live. Oh, er ist also eingesperrt. Hey, bitteschön. War das jetzt gut? Was? Das frage ich mich auch gerade. Was?
Hank. Ein Haufen von Verrückten hat die Insel bei mit Booten erreicht. Sie killen sich selbst. Okay, das waren diese Verrückte, okay. Dass sie sich selbst gekillt haben und bloh. Ja, wahnsinnig sein. Das haben wir auch schon rausgefunden, jo. Mehr ist hier anscheinend nicht. Okay. Da unten habe ich was gesehen, was mich... Wo ich mal sage, hey... Boah, ey, diese Tür. Hey du! Komm her! Burn, Baby! Na, was ist? Burn! Burn! Jetzt burn endlich! Boah, hat uns entdeckt. Nicht gut. Hören mehr. Hörst du es endlich? Okay, er ist geburnt. Hey, ich will Haut. Ich will die Haut. Gib mir deine Haut. Okay. Finde ich nicht gerade so beruhigend. So, was haben wir denn hier? Du kannst nicht mehr tragen, Actionkameras. Okay, hier findet man zwar eine. Ich kann sie auch nicht tauschen. Oh. Nein, das war's. Hä? Also na, auf 5 war die. Ah, auf 5 ist die Pistole. Cool. Hey yo! Gib mir mal deine Cornflakes. Mhm. Oh, hallo, eine Goldmaske. Buch Tiefschlaf. Die Frage ist, was bringt mir das alles am Schluss? So, Medizin kann ich nicht mitnehmen. Bin ich voll. Man glaubt es kaum. Was ist hier? Verwandeln die sich, wenn sie tot sind, statt die Mutanten in diese komischen Dämonen? Also wieder mal Hut ab vor den Level-Designern. Welche Karte? Ah, wieder die. Opa! Was war das? Sicher gar nichts. Es geht hinauf. Ich habe so die Hoffnung, dass es jetzt nach draußen geht, dass es der Bunker war. Ist nur eine Hoffnung.
Kann mich auch täuschen, aber es geht schon sehr weit hinauf. Ja. Das ist also der Ausgang. Und es ist wahrscheinlich draußen Nacht die Nacht. Oh! Und hallo, Virginia. Gott, jetzt so spät! Wisst ihr was? Es ist Nacht. Wir sehen gar nichts und wir speichern hier. Und dann gehen wir schlafen. Ein neuer Morgen. So. Genau dort unten. Genau dort unten. Wo wir den Bunker markiert haben. Dort ist er, der andere. So, Durst. Wir haben jetzt nichts so Aktuelles gerade zum Essen. Ah, zum Trinken. Macht nix. Was für ein geiler Bunker. Aber es sind immer noch so viele Fragen offen. Was ist jetzt hier genau passiert? Ich schaue, ob unser Golfkart wieder da ist. So. Runter könnte es ja leichter gehen. Wobei ein Hängegleiter wäre natürlich der Wahnsinn, aber leider habe ich gerade keinen zur Verfügung. Was war denn das für eine Schachmattennummer? Ich müsste eigentlich da drüben irgendwo rüber. Da geht's runter. Hui, Mutti, ich kann fliegen. Au. Natürlich genau in irgendeine Kuhle hinein. Ja, oh. Und wieder zum Bach. Naja. Yeah! Oh, da geht es weiter! Ja! Wenn wir zurückprallen, wie ein Ping-Pong-Ball. Hier ist kalt und du bist nass. Ja, ich hab's mir jetzt dann nicht ausgesucht, dass ich im Bauch eine. Ja, da bringt's mir gar nichts, gell? Schauen wir mal, ob wir unser kleines Gefährt wiederbekommen. Ich krieg nicht einmal, also, nicht einmal Blätter? Anscheinend nicht. So, ist unser Golfkart noch da? Ja, leck mich, ja!
steht zwar in die verkehrte Richtung, weiß ich nicht, ob das von mir so war oder. Dann geht's ja gemütlicher weiter. Ui. Jedenfalls hoffe ich das. Ui. Oh, was war jetzt? Ich bin gerade ausgestiegen. Hoch da. Ja, geht. Oder auch nicht. Wir hängen fest. Ja. Nicht da rein. Darüber. Jawohl. Wir sind wieder am Strand. Oh ja, den kenne ich. Hallo. Bin auf der Durchreise. Hallo. Das sind die ganzen Kannibalendörfer, die wir damals lagerampt haben. Das heißt, es müssten dann irgendwann einmal auch die Heliports kommen, oder? Hey, Digga! Warte mal, da muss ich ausweichen. Da schon wieder ein Fluss? Jo, und zwar ein Fetter. Aber durch den sind wir ordentlich durchdriftet. Ja, das sind die Heliports! Da haben wir mal übernachtet. Ich muss jetzt dann leider eines sagen. Irgendwie vermisse ich das Übernachten. Oh, die Batterie wird bald leer. Und da ist auch einer. Gut. Wenn da einer ist, wechseln wir mal aus. Der hat volle Energie. Ein bisschen noch. Das ist natürlich ein Reisefeeling. Warum das die hauptsächlich auf dieser Seite der Insel gibt, lässt natürlich auch zu denken übrig. So, ich glaube, hier kann ich ihn dann abstellen. Oder? Schaut's aus? Jo. Ah ja. Da. Die Tür ist offen. Oh, shit. Ja. Ich glaube, das hat sich erledigt. Alter, hier ist ein Arschdunkel. Boah, was landet das so? Ruckelt die. Der Luxusbunker verfügt nicht einmal über einen Aufzug. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, Freunde, ich komme. Oh. Hände hoch. Und zwar alle.
Oh, es ist ruhig. Oh, ruhig. Deswegen pfeifen wir mal in Energie, die Kleine. Weil ich es kann. Und gleich noch einen, weil ich es noch kann. Und ein Happy Puppy, weil ich es kann. Okay. Ich bin ziemlich voll. Kommt raus zum Spielen. Oder bleibt lieber weg. Habe ich schon gesagt, dass ich wieder eine so eine genüssliche Bohrfolge vermisse? Holofeuer. Das war doch der Plot-Twist. Wir sind gar nicht auf der Insel. Wir haben das alles nie erlebt. Wir haben nur eine Feuerkamera. Ist das ja ernst? Ich hab diesen Scheißhasen sogar getroffen. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist viel zu ruhig. Hier stinkt's doch. Das Blut schaut nicht einmal trickert aus, das schaut frisch aus. Okay, Freunde, was ist hier los? Das schaut wieder Kultist, okay. Mysteriöse Zivilisationen. Und ein der Proteinriegel, der Energieriegel, eine Werbung dafür. Mal schauen, dass sie nicht unterstützt Produktplatzierungen darunter. Oh, weiß. Das ist das komische Material in die Höhlen. Der Würfel. Hier ist. Doch irgendwas mit diesem Würfel. Au. Ups. Gerade die vielen Transformers-Feelings. Okay, also das muss man schon sagen, das ist sehr luxuriös. Ich habe erst nur ein großes Problem. Soll ich hier lang oder hier lang? Gehen wir mal die andere Richtung. Schauen wir sie mir nur um. Wo könnte es weitergehen? Vielleicht muss ich ja eh hier lang. Was denn das? Ist ein riesiger Spiegel, gell? Haben hier die Kultisten gewohnt? Wenn man denkt, die haben es umgebracht. Hier könnte ich speichern.
Ah ja, hier ging es nicht weiter. Okay. Na, da, sicherheitshalber. Ich will nichts auslassen. Gut, dann schauen wir sie weiter um. Also, der Würfel, der Würfel. Wir kennen keinen Würfel von Forest 1. Ah, mein Memo. Doris. Hast du Zeit für einen kurzen, für einen schnellen Trick? Ed bekommt Träume über Würfel in den Badezimmern. Es ist schön, dass du einen Daumen drüber holst. Das ist natürlich voll genial gemacht. Kann ich mich durch? Durch einen Vorhang? Unüberwindbares Hindernis? Ein Vorhang? Cool, eine Seemöwe! Katzin? Das war der Sessel. Okay. Was? Musik ist irritierend. Normalerweise mag ich ja Musik. Über. Alter, nein! Habe ich eigentlich volle Molles? Hier habe ich auch, gell? Wodkaflaschen, Molotows. Oh, shitty. Hey! Der hängt so rum. Lass uns zusammen abhängen. Bekommt da gleich eine komplett neue Bedeutung. Noch ein Bett zum Speichern, was wir sicherlich machen werden. Speichern wir. Nein. Warte, stopp. Wir machen einen neuen Spielstand hier. Nicht trau der Sache nicht. Außerdem noch ein Topf. Was ist, wenn ich dann nachher nicht mehr weiterspielen könnte? Dann wäre der Spielstand im Arsch und das möchte ich nicht. Das sind diese komischen Würfel schon wieder. Eine E-Mail. Crosses burn demons. Was du nicht sagst. Wir kriegen ein... Oh, ein Bein. Also man muss schon sagen, auch ein sehr luxuriöser Bunker. Ah, oh. Oh, hallo. Diese Tür. Müssen da wir... Wir haben die Rüstung verloren. Okay, wir hätten die Goldrüstung sowieso finden müssen. Sonst wären wir hier nicht runtergekommen. Alter, was geht hier ab?
Wie war das mit den Crosses? Entschuldigung. Wird weg anscheinend. Hey, bleib geschmeidig. Wieso brennst du nicht? Den habe ich. Hören's. Jo, burn nieder. Ich glaube, die Goldrüstung ist genau dafür da. Da oben ist sogar noch einer. Hey, Schnucki Schnucki, komm her. Ich verbrenne so gerne Dämonen. Mein Name ist der Exorzist. Lauf nicht davon! Oder lauf davon! Darfst du aussuchen! Ja, komm schon! Ja, hier ist Lava! Okay, hier wird erstmal gespeichert. Denn ich muss jetzt eines ehrlich sagen, mit diesem Cliffhanger werde ich für diese Folge einmal Schluss machen. Mal sehen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen, was hier noch auf uns zukommt und was hier noch alles so passieren wird. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid das auch. Und ich habe ein bisschen Muffisausi. Na dann, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Fulivau. Get down, son!